Ja, herzlich willkommen zurück, ne? Legacy of the Void Kampagne sind wir immer noch dran. Oh. Da oben ganze Arbeit geleistet, Artanis. Sky Shield ist wieder in Position. Wir rufen gleich die Kavallerie. Wir treffen euch auf der Oberfläche und holen den Schlüsselstein. Schlechte Nachrichten. Unsere Freunde da unten hatten scheinbar die gleiche Idee. Während wir uns durchgekämpft haben, wurde der imperiale Palast überfallen. Laut den Sicherheitsdaten wurde der Schlüsselstein gestohlen. Meine Mama hat immer gesagt, vom Regen in die Traufe. Ich bin mir nicht sicher, wie uns diese Weisheit helfen kann, Freund Rayner. Wüsste ich auch gern. Moment, wir haben neue Informationen. Ein Evakuierungsteam des Möbius Corps ist nach Bennett Port unterwegs. Sie haben den Stein. Sie werden uns nicht entkommen. Desolacer bedarf eurer Aufmerksamkeit, Hierarch. Bitte stattet ihm einen Besuch ab, sobald ihr Zeit dafür habt. Okay, dann machen wir das doch mal. Der Solarkern. Ein beeindruckender Anblick. Ein künstlicher Stern. Welch eine technologische Meisterleistung. Von hier aus werden die Speer des Adun und all ihre Systeme mit Energie versorgt. Die Strahlung stellt außerdem Nahrung für unsere Krieger bereit. Wie lange wird es dauern, die taktischen Systeme zum Laufen zu bringen? Die Systemanalyse läuft, aber der Stern war äonenlang inaktiv. Es wird Zeit brauchen und einen mächtigen Katalysator wie Solarit, um ihn vollständig hochzufahren. Solarit? Die Protoss verwenden Solarit seit Jahrtausenden nicht mehr. Dieses Schiff ist sehr alt, Hierarch. Wir werden auf unkonventionelle Ressourcen zurückgreifen müssen, um es zu reaktivieren. Gebt euer Bestes, Phasenschmied. Wir werden das beschaffen, was ihr benötigt. Ausgezeichnet. Ihr könnt den Solarkern ausbauen, sobald ihr bereit seid. Wählt den Kern aus, um eine Übersicht über eure Optionen zu erhalten, Hierarch. Diese Matrix zeigt eine Übersicht der Waffen und Hilfssysteme der Speer des Adun an. Jedes System kann gleichzeitig nur mit einer aktiven Fähigkeit konfiguriert werden. Ihr könnt verschiedene Fähigkeiten auswählen, die eure taktischen Entscheidungen in den verschiedenen Schlachten unterstützen, Hierarch. Die Menge des verfügbaren Solarits wird hier angezeigt. Überschüssiges Solarit kann unseren Hilfssystemen zugewiesen werden. Ihr könnt jetzt damit beginnen, das Solarit umzuleiten. Ja, Solarit umleiten. Ich möchte ganz ehrlich hier den Pylon anfordern, das möchte ich behalten, das finde ich eigentlich ganz gut. Stattdessen hätten wir hier einen Zeitraffer. Beschleunigung. Auch nicht schlecht. Ah, okay, das kriegen wir erst später, das kriegen wir auch erst später. Tempora. Und. Also ich muss ja ehrlich sagen, zu Beginn jeder Mission zusätzlich bereits etwas weniger Pylonen machen, aber wir müssen mit natürlich 15 oder 3 pro Stufe. Und die Fähigkeiten hier kosten 0, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ne, Energiekosten. Warum ist da 0? Und das kann ich auch wieder rückgängig machen, oder was? Krass, und wenn ich hier voll mache und da voll mache, was dann? Dann habe ich die trotzdem? Ja, okay.
Ihr seht verändert aus, Phasenschmied. Ach, ihr sprecht wohl von den mechanischen Armen. Ich habe sie konstruiert, um meine Effizienz zu steigern, wenn ich den Solarkern bediene. Bisher waren sie recht hilfreich. Wenn ich mich später entscheide, wegzunehmen, dann kann ich mir Fähigkeiten davon holen, wa? Ja, okay. Soweit so cool. Aber wie gesagt, die beiden Fähigkeiten möchte ich nicht unbedingt, ne? Da mache ich hier lieber mehr Startressourcen und so und schneller bauen und so ein Kram. Das hilft mir, glaube ich, mehr. So, dann gehen wir hier nochmal gucken. Ich erinnere euch daran, dass das heilige Gesetz, die Dai, es uns streng verbietet, in die Entwicklung niederer Lebensformen einzugreifen, solange nicht eine unmittelbare Gefahr für das Imperium besteht. Euren Entschluss, diesen Terraner zu helfen, finde ich verwunderlich. Warum nehmt ihr an, dass es sich bei Ihnen um niedere Lebensformen handelt, Rohana? Das ist nicht bloß eine Annahme. Schaut sie euch an. Unzivilisiert, unterentwickelt. Ihre Kommunikation findet über primitive Artikulationsorgane, sogenannte Münder, statt. Viele dachten einst genau wie ihr, auch ich selbst. Aber ich habe ihren Großmut gesehen. Und bald werdet ihr das auch. Ach, ist das alles ergreifend. Die Lage ist ernst, Artanis. Eine Menge Leute sind da unten gestorben. Wir müssen diese Mistkerle ausschalten. Wie mögen all diese Terraner nur Amons Sklaven geworden sein? Sie waren bei einem streng geheimen Forschungsprojekt für die Sicherheit zuständig. In Dr. Naruts hybriden Labor. Nachdem Valerian das Amt angetreten hatte, ging jeder Kontakt mit der Möbius Foundation verloren. Die letzten Übertragungen waren chaotisch. Wahnsinnig. Danach fingen die Angriffe an. Dann hat Amon sie zu Sklaven gemacht. Einer willenlosen Armee. So gefährlich sie sind erst der Anfang. Du warst schon immer ein Optimist. Das Möbius Corps ist mit dem Artefakt unterwegs nach Bennetport. Wir müssen sie stoppen, sonst gehen sie uns durch die Lappen. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge.